Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ihr seht es schon, wir sind hier nicht im Kokoswildpark. Ja. Liegt daran, dass ich in letzter Zeit die Anfrage gekriegt habe, wie kommt man denn am besten auf 100-100 Animals, ja? Die bestmöglichen Stats haben und so weiter und so fort. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir in unserem Farm zu, da kann man das am besten erklären. Ja. Und es ist tatsächlich recht simpel. Dann nochmal vorneweg, ich halte das Ganze sehr, sehr kurz. Einfach weil ich keine Zeit habe gerade. Ich brauche aber trotzdem Video und ich dachte, das ist eine recht kurze Sache, die man machen kann. Ja, also die kann man wirklich gut machen. Die geht recht schnell zu erklären und deswegen machen wir das jetzt. Und ja, die Sache ist, ihr wisst ja alle, ein 100-100-100-100 Tier will jeder haben. Lohnt sich aber auch wirklich nicht für jedes Tier. Also entweder ihr wollt es haben, um es zu verkaufen, um viel Geld zu kriegen oder so. Oder ihr wollt es einfach haben, weil ihr das Tier gerne mögt. Aber auf jeden Fall, egal wie, ihr wisst, wie ihr das, welches Tier ihr nehmen wollt. Wenn ihr verkaufen wollt, ist immer recht gut. Wir gucken jetzt einfach mal so zum Beispiel einen Löwe. Ja? Ein Löwe ist sehr gut für alle, die keine DLCs haben, weil ihr habt recht hohen Nachwuchs, recht hohen Wert tatsächlich auch, weil es ist ein Löwe, der ist vom Aussterben bedroht. Und ihr kriegt recht schnell recht viele Tiere tatsächlich. Ja. Das ist schon mal gut. Dann wollt ihr darauf achten, dass ihr am besten einen habt, der mit zwei Tieren zufrieden ist. Also ein Männchen, ein Weibchen. Weil dann könnt ihr besser kontrollieren, wer mit wem sozusagen rummacht und dann halt dementsprechend die guten Stats vererbt sozusagen. Und ja, jetzt gibt es zwei Sachen. Also zwei unterschiedliche Sachen. Wir gehen jetzt mal hin und sagen, wir wollen Jaguare haben. Ja? Also gehe ich hier auf meinen Jaguar. Ich habe einen 100-100-100. Wir nehmen mal jetzt einfach nur für diese Sache, habe ich einen, der so ein guter Allrounder ist. Ja, nehmen wir mal den hier, ja. Der Kollege hier ist jetzt unser Starttier. Ja, haben wir uns frisch aus dem Shop gekauft und sagen jetzt, komm, wir brauchen einen guten Partner dazu, ja. Jetzt gehen wir in den Shop und sagen wieder, wir wollen einen guten Allrounder haben. Haben wir sowas hier? Ja gut, ich hab gar keine schlechten. Fällt mir gerade so auf. Ich habe gar keine halbwegs schlechten, ne? Aber gut. Gucken wir uns das erstmal an. Wir haben hier einen recht durchschnittlichen Stats. Und dann nehmen wir mal den hier. Jetzt wird gesagt, okay, die Mutter ist jetzt in dem Fall verletzt und deswegen kann kein Nachwuchs entstehen. Das ignorieren wir mal weg. Wir stellen uns vor, das Rot wäre einfach grün. Ja? Jetzt gucken wir uns dieses Chart an. Wir haben garantiert hier oben mindestens 92, würde ich sagen, ist das so. Eventuell sogar nur in die 80 runter. Ich glaube aber, ist es schon auf 92. Und es kann in die 100 reingehen. Das sehen wir daran, dass es hier vorne dieses Fadeout hat. Ja? Dieses Fadeout am Ende hier bedeutet eigentlich, dass es die Möglichkeit hat, ins 100 zu gehen. Hier vorne dieser Strich, weil beide 100 haben, garantiert es einen 100-100 eigentlich. Ja, also von daher, da ist eigentlich ziemlich sicher, dass wir 100-100 kriegen. Immer. Da kann gar nichts schief gehen. Jetzt seht ihr aber hier unten diese riesen Balken, ja. Ich mache sozusagen eine Brute Force-Methode, mit der das halt ein bisschen länger dauert, aber halt immer irgendwie funktioniert. Aber jetzt gibt es eine Möglichkeit. Wir gehen dazu mal raus. Wir merken uns das Ganze hier. Obwohl, nee, machen wir es anders. Wir erklären erstmal, warum. Ja, und zwar seht ihr, sie haben die Möglichkeit, 100-100 zu machen. Ja, es fadet wieder aus. Sie haben aber auch die Möglichkeit, 0-0 zu machen. Das Ganze liegt daran, dass die unteren beiden Balken anders funktionieren als die oberen beiden. Die oberen beiden funktionieren so, die gucken, was sind die Gene von den beiden Elternteilen und kombinieren die dann und sagen dann, okay, es kann nicht schlechter werden und es kann bis zu einem bestimmten Prozentsatz besser werden oder so, glaube ich. Es kann eventuell auch einen bestimmten Prozentsatz schlechter werden. Sorry, da kenne ich die genauen Daten nicht. Aber das ist auf jeden Fall festgeschrieben, ja. Wenn beide 100-100 haben, dann werden die beide 100-100 haben, ja? Also das Kind wird dann auch 100 haben in dem Spot. Seht ihr hier an diesem Streifen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, der wird bei 100 sein. Das kann ich jetzt auch mal gucken, hier bei meinen Tieren hier, die ich hier drin habe, ja? Wir haben hier ein Tier und zweites Tier und die Jungtiere. Jetzt gucken wir bei den Jungtieren rein. Die haben die oberen beiden 100-100. Dann gucken wir bei dem zweiten Jungtier rein. Hat die oberen beiden 100-100. Und gucken wir mal mit dem dritten Jungtier rein. Das hat
die oberen beiden 100-100. Gucken wir jetzt die Eltern an und vergleichen sie. Wer ist denn das? Montezuma und Hyuk oder wer? Okay, dann machen wir Partner vergleichen mit Montezuma. Wo ist denn der? Der wird ganz unten sein, weil er kein J hinten dran hat, glaube ich. Genau, hier Montezuma. Und wir sehen, wir haben diese beiden Striche. Das garantiert uns sozusagen hundertprozentig, dass wir da 100-100 haben. Weil 100-100, 100-100. Geht gar nicht anders. Jetzt haben wir halt hier unten wieder, wie gesagt, Fruchtbarkeitsgenpotenzial und so diese Schwankung. Das liegt, wie gesagt, daran, dass das nicht auf der gleichen Basis funktioniert. Ja? Das schwankt trotzdem noch. Das liegt daran, dass wenn wir jetzt das hier mal wieder schließen und auf Zuchtbuch gehen, ja, sehen wir hier ja, hatte Nachwuchs und so, die Eltern, Geschwister, Kinder und wir können uns einen Stammbaum anzeigen lassen. Dieser Stammbaum zeigt euch hier unten bei einem Fruchtbarkeitsgen irgendwelche Buchstaben an und bei einem Immunitätsgen irgendwelche Buchstaben an. Ich habe mir sagen lassen, dass es irgendwas geben soll, dass die unterschiedlich sein müssen und so und wenn sie ganz unterschiedlich sind, dann hat man hundertprozentige Chance auf bessere oder so. Ich steige da nicht durch. Deswegen habe ich es auf meine Methode gemacht, einfach geguckt, dass sie die Möglichkeit 100-100 haben oder einfach möglichst viel Nachwuchs kriegen. So, das war meine Taktik. Irgendwann kam dann 100-100 heraus und über die Zeit ist das dann egal. Wenn man vierfach 100er hat, dann macht das keinen Unterschied mehr, ob die nun die gleichen Buchstaben hier haben oder nicht. Ihr kriegt dann so oder so irgendwann die 100er. Das gleicht sich dann aus, dadurch, dass ihr mehr Nachwuchs kriegt, ja. Und generell wollt ihr auch in eurer Zucht immer darauf achten, dass ihr möglichst hohe Fruchtbarkeitsgene habt, weil je höher die Fruchtbarkeitsgene sind, desto mehr Nachwuchs kommt und desto besserer Nachwuchs kommt, soweit ich weiß auch. Und ja, ihr seht schon, dann haben wir hier die beiden. Wir haben hier oben recht wenig Unterschied, aber unten recht viel. Das spiegelt sich ja auch wieder, wenn wir hier auf die Partnervergleiche gehen. Ja, bei Fruchtbarkeit hatten wir gesagt, hatten wir wenig Unterschiede. Das heißt, wir haben hier ein riesenbreites Band. Beim unteren haben wir gesagt, haben wir sehr, sehr viele Unterschiede. Dadurch haben wir ein sehr, sehr kurzes Band im Vergleich zum oberen. Da kann man drauf achten. Man kann aber auch einfach das über dieses Fenster hier checken, weil ihr seht es ja hier auch. Ja, da brauche ich mich nicht mit den Genen da beschäftigen und sowas. Da kann ich auch einfach hier reingucken. Ja, also basically alles, was ihr beim Züchten beachten müsst, ist dieses Partner vergleichen. Gucken, dass hier das Grün ist und nicht Inzucht ist. Weil bei Inzucht habt ihr, glaube ich, eine 50-50 Chance, dass es schlechter Nachwuchs ist. Also, dass ihr hier wirklich 0-0 habt oder so. Da ist eine 50-50 Chance, glaube ich, jedes Mal beim Nachwuchs. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Auf jeden Fall wollt ihr dieses Risiko nicht eingehen. Weil ihr wollt ja möglichst schnell 100-100-100-100 haben. Und wie gesagt, meine Taktik war einfach zu gucken, hier den möglichst höchsten rauszufinden und fertig. Ja, habe ich gemacht, indem ich mir meinen höchsten zu derzeitigen Zucht rausgenommen habe. Ja, also man nimmt sich dann den höchsten, in dem Fall diesen 100-100, nimmt sich auf der anderen Seite den höchsten 100-100 und guckt, okay, hier ist es Inzucht, das ist scheiße. Also nehmen wir uns den anderen mit 100-100. Hat der 100-100? Yo. Und passt, der kann 4x 100 haben, also passt das zusammen, kann in ein Gehege, kann zur Zucht genutzt werden. So. Mein Trick dann zur Zucht ist dann auch noch hinzugehen bei den Gehegen, hinzugehen und eure Tiere zu nummerieren sozusagen, ja. Ihr seht jetzt, ich habe hier hinter den Jungtieren immer einen J. Das liegt daran, dass die nicht 100, 100, 100, 100 haben, sondern eben hier, er zum Beispiel hat einmal 1% Fruchtbarkeit. Das ist jetzt natürlich ganz scheiße für die Zucht, ja, weil Fruchtbarkeit wollen wir ja möglichst hoch haben, aber früher hätte ich dann hingeschrieben G100, L100, I100. Oder hätte ich gewusst, dass der in Größe, Lebenserwartung und Immunität 100 hat. Ja, jetzt, wo ich sowieso recht regelmäßig 100, 100, 100, 100er Jaguare kriege, macht das keinen Unterschied, ob ich jetzt nun einen 3x100er habe oder einen 2x100er oder 1x100er. Das macht für mich keinen Unterschied. Für mich sind nur die 4x100er interessant. Das heißt, ich mache es jetzt so, dass ich halt diese 3x100er mit einem J versehe, die 2x100er mit einem J versehe und die 1x100er mit einem J versehe und auch die 0x100 mit einem J versehe. Sollte sowas vorkommen, was eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Und dadurch sehe ich dann auf einen Blick, wenn ich hier in mein Tierhandel gehe, okay, er hier hat 100.
Er hier nicht. Er hier auch nicht, er auch nicht und so weiter. Das heißt, ich sehe direkt auf den ersten Blick, wen ich verkaufen sollte und wen nicht. Weil diese 100er will ich zum Züchten weiterbehalten, ja? Also das ist eben ganz wichtig, dass ihr wisst, welche Tiere ihr aussortieren könnt, weil eure Zuchtbucht hier oder eure Handelszentrum laufen sehr, 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 sehr schnell voll. Ihr seht das hier, wie viele Jaguare ich habe, ja? Wenn ihr wirklich züchtet, habt ihr einen Haufen Jaguare zum Beispiel. Dann wollt ihr sehen, welche ihr schnell weghauen könnt, ja? Dann geht ihr hin, scrollt ihr einmal durch, seht hier, okay, 100, 100 und 100. Das sind meine Zuchtbasistiere, ja? Dann setze ich die drei alle in ein Gehege, suche mir dann, sagen wir mal hier Partner vergleichen, gucke dann, achso, nee, Mutter wollte ich gar nicht, Vater wollte ich gar nicht ändern, ich will die Mutter ändern. Guck dann hin, das hier ist einer meiner 100, 100, 100, die gehen nicht. Nehmen wir den, gucken, perfekt, nehmen wir den, setzen den dazu, ja. Die Taktik ist immer, dass ihr den höchsten Basis nehmt, den ihr habt, und dann den dazu packt, der euch die höchsten Zusatzstats dazu gibt, ja. In dem Fall ist es jetzt gut, der hat 100, 100, 100, 100 und der andere hat es halt nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, dass 4x100 rauskommt. Also, gute Kombi. Ja, das kann man machen. Wenn man jetzt den hier nehmen würde, würde es sogar auch noch gehen. Habe ich die Möglichkeit, tatsächlich das nicht hinzukriegen? Also der hier wäre ein bisschen schlechter, aber ich glaube, ich habe die Möglichkeit gar nicht, das hinzukriegen. Aber ihr seht es einfach schon, bei den 100ern ist das ein bisschen schwierig. Nehmen wir jetzt einfach mal den und den hier zum Beispiel. Ja, okay, scheiße. Haben wir einen, der... Ich meine, selbst die können 100er Gene kriegen. Okay, hier, die beiden. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, der kann nicht besser werden. Ja, das ist jetzt sozusagen eine scheiß Paarung. Heißt, wir gehen hin und sagen, okay, komm, wir suchen einen mit höherem Fruchtbarkeitsgen. Und haben wir einen, der nicht auf 100 ist? Nee. Aber dann nehmen wir zum Beispiel den hier rein, sehen, er ist auf 100% Fruchtbarkeitsgenpotenzial. Das heißt, den kann man zusammenpacken mit dem anderen, ja? Jetzt gehen wir hin und sagen, okay, die 70% sind aber scheiße. Wir wollen gerne 100% haben. Und wir stellen fest, das funktioniert nicht, weil diese Fruchtbarkeit jetzt so niedrig ist. Gehen wir hier rüber, zum Beispiel den hier. Das hier ist jetzt durch Zufall ein perfektes Match, ja? Diese beiden, habe ich jetzt zufällig rausgefunden, haben garantiert 3x100, ja? Also das muss ich mir eigentlich mal aufschreiben. Aber ist auch egal. Diese drei, diese hier machen garantiert 3x100, wenn ich die hier zusammen tue. Weil wir haben diesen Strich im oberen Bereich in dieser Kurve schon drin. Dieser Fruchtbarkeitsgen ist dann random. Wenn wir davon ausgehen, pro Wurf kriegen die 3x Nachwuchs, ja, dann haben wir die Chance, 3x hier irgendwas zu scoren. Die Chance, dass dabei das bei 100 ist, ist recht hoch, tatsächlich, ja. Also die Chance existiert recht häufig, wenn wir davon ausgehen, ein Tier kriegt dann in seiner Lebenszeit 20 mal Nachwuchs und so weiter, dann, das ist, sind jetzt aber Stats, die ich mir geklaut habe von so ein paar Daten, die ich hier vorher hatte. Ja, 20 mal Nachwuchs für einen Jaguar, das sind schon recht gute Chancen, ein paar Mal einen 100, 100, 100, 100 zu kriegen. Also von daher, immer gucken, dass ihr hier das größtmögliche Potenzial kriegt, ja. Also einfach gucken, zusammenwürfeln, ihr nehmt euren höchsten, nehmt dann den zweithöchsten zusammen wahrscheinlich am besten. Guckt, ist das gut? Wird der besser dadurch? Wird der schlechter dadurch? Und wenn es besser wird, guckt ihr, ob ihr einen habt, der es noch besser machen kann. Wenn ihr das geguckt habt und festgestellt habt, okay, kann ich noch besser werden, packt das ins Gehege. Und danach, wenn euer Gehege, alle eure Gehege befüllt sind, ja? Also das ist die Taktik auch. Ihr seht schon, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Gehege zum Züchten, ja? Ich lasse die Gehege alle gleichzeitig befüllen mit Tieren. Das heißt, die Tiere sterben auch alle ungefähr zur gleichen Zeit. Oder werden impotent zur gleichen Zeit ungefähr. Heißt also, wenn die älter werden, dann gehe ich sie verfrachten in ein Altersheim sozusagen und sage, okay, komm, ihr werdet freigelassen. Und dann habe ich 5 leere Gehege. Dann gehe ich hin, bevor ich irgendwas mache, und gehe hin und sage, okay, komm, wir bauen jetzt uns diese Gehege wieder neu auf, machen das, was ich eben die ganze Zeit gesagt habe, nehmen uns den höchsten aus der Basis raus, in meinem Fall diese 4x100er, setzen die in jeweils ihr eigenes Gehege. Dann
suchen wir uns für die einen Partner. Ja? Und erst wenn alle 5 Gehege wieder besetzt sind, mit voller Bemannschaft sozusagen, ja, dann gehe ich hin und verkaufe die anderen. Ja? Oder verschiffe die woanders hin. Aber mein Hauptziel ist erstmal, diese Zucht auf höchster Effizienz laufen zu lassen. Dann, wenn ich das gemacht habe, kann ich die Tiere verschicken. Und dann verschicke ich aber auch so lange keine Tiere mehr, bis meine nächste Zucht sozusagen durchgehen muss. Ja? Also ich verschicke die einmal. Und das ist genau dann, wenn meine vorherigen Tiere nicht mehr fortpflanzen können. Ja? Heißt, ein Zyklus von der Zucht ist wirklich einmal komplett durchhauen mit der Sache, dann einmal gucken, was kann das kann die besten Ergebnisse geben, weil eure Jungtiere im Handelszentrum altern nicht. Das ist der Vorteil. Aber wie gesagt, dann guckt ihr, welche geben die besten Kombinationen raus, haut die in die Gehege, verkauft alles andere oder macht, was ihr auch immer damit machen wollt. Ja, auf jeden Fall ist wichtig, dass ihr euch markiert, dass die von der vorherigen, also schlechteren Zucht sind. Und dann züchtet ihr weiter mit der neuen Zucht, ja. Mein Tipp, verkauft sie einfach in irgendeinem Zoo, in dem ihr das Geld braucht. Kommt zu dem Zoo zurück, wo ihr züchtet. Und ihr habt Geld gemacht im anderen Zoo. In dem Zoo hier habt ihr dann wieder freien Platz. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und das macht ihr so lange in einem Loop, bis ihr die 100-100er habt. So. Ich würde aber mal sagen, ich hoffe, das war soweit aufklärend und hilfreich. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, dann versuche ich euch da ein bisschen zu helfen. Ansonsten kommt auf meinen eher inaktiven Discord, ja. Ich versuche zwar trotzdem euch zu helfen, aber wie gesagt, erwartet jetzt nicht eine große Community oder so, die ist bei meiner Größe einfach nicht da, ja. Und auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.